Bergdoktor ist in seine Heimat an den Wilden Kaiser zurückgekehrt. Neue Folgen des Quotenhits werden den ganzen Sommer und Herbst über gefilmt. Anlass für Hans Siegel alias Dr. Martin Gruber und seine Praxis zu zeigen. So, Haus Hinterschnabel. So heißt das Haus. Das ist nämlich das Haus, wo der Bergdoktor Martin Gruber seine Praxis hat. Und da gehen wir jetzt rein und schauen uns an. Und Sie kommen mit. Auch für Besucher ist das Bergdoktorhaus nun geöffnet. Immer dienstags und freitags von 10 bis 12 Uhr. Außer es wird dort gerade gedreht. Jetzt kommen wir da rein und ich schaue mit um. Da liegen ganz tolle Briefe von Menschen, die da uns besucht haben. Und es ist wirklich, kommen ganz viele Geschichten natürlich hoch. Und jetzt geht es wieder los mit der Dreharbeiten. Ich freue mich drauf. Aber es ist echt extremer Flash, weil man so viel verbindet mit der Location und so viel passiert hier drin. Und wir jetzt doch schon in der 6. Staffel sind. Sie können alle Drehorte des Bergdoktors auch auf eigene Faust erkunden oder bei einer geführten Filmtour. Da erfahren Sie dann ein paar lustige Anekdoten. Zu einem Filmset führt uns Hans Siegel jetzt selbst. Wir sind hier am Goinger Dorfplatz und am Goinger Dorfplatz befindet sich eine weitere Kulisse der besten Arztfilme der Welt, nämlich dem Bergdoktor. Und da im Hintergrund sehen wir Gasthof Wilder Kaiser, geführt von Frau Susanne Dreiseitel, gespielt von Nathalie O'Hara. Das ist hier. Das sieht dann bei den Dreharbeiten anders aus. Da sind Tische und Stühle vor. Und hier haben wir eine Kirche, nämlich die Goinger Kirche, die bei uns in den Filmen auch immer wieder mal mitspielt. Und ich habe gehört, dass es Menschen gibt, die kommen extra hierher, um hier zu heiraten, weil sie im Film die Kirche gesehen haben und sie so romantisch fanden. Ist es nicht schön? Ja. Und jetzt machen wir was, was ich nach dem Drehen ganz gern mache, nämlich Golf spielen. Genau, das machen wir jetzt. Bis gleich.